Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2. Ja, wir sind gerade mitten in einem Turnier. Die nächste Strecke ist Tropical Sunset. Dort fahren wir eine Runde. Wir sind bereits Erster und wir fahren jetzt das nächste Rennen, wo wir eigentlich noch nicht mal mehr Erster werden müssen. Aber wahrscheinlich werden wir es trotzdem schaffen. Mal schauen. Let's go! So, Read-Only-Memory, Cycloid. So, die Musik. Erstmal direkt auf die Ohren. Die coole Musik. So. Und wir fahren hier tatsächlich die Sprintstrecke jetzt. Eine Runde nur. Das heißt, ich glaube, die ist relativ lang, ne? Die sind wir auch schon wenn mich jetzt nicht alles täuscht, bei dem deutschen Duell gefahren. Allerdings in die andere Richtung, glaube ich. Och Gott. Ja, perfekt. So sollte es sein. Warum? Okay. Es lag jetzt nur an dem Untergrund, warum er so schlecht gelenkt hat. So. Ja, wir sind auf jeden Fall schon mal Erster. Gleich zu Beginn finde ich schon mal gut. Und ich kann ja, was meine Erzählung angeht, gleich mal dort weitermachen, wo ich in der letzten Folge aufgehört habe. Und zwar geht es darum, was für Spiele ich jetzt noch so zu meiner Liste hinzugefügt habe, die ich noch let's playen möchte. Und zwar habe ich dort jetzt zum Beispiel auch noch Wave Race hinzugefügt. Das habe ich bei einem Let's Player, den ich des Öfteren mal schaue, letztens gesehen. Und dann habe ich echt Lust darauf bekommen. Also bei Rayface geht es eben um das Fahren mit einem, wie nennt man die? Naja, mit so einem Wasserfahrzeug. Wie heißen die nochmal? Ich weiß es jetzt gerade nicht, auf jeden Fall mit so einem Jetski, genau. So heißen die. Auf dem Wasser natürlich. Und ja, damit fährt man eben Rennen. Und darum geht es bei der Wave Race Spieleserie. Allerdings gibt es nur ein Wave Race Spiel, was für eine Konsole rausgekommen ist, die ich besitze. Und zwar handelt es sich dabei um den letzten Wave Race Teil. Und zwar Wave Race Blue Storm. Kam nämlich für den Nintendo GameCube raus. Und das habe ich mit dementsprechend jetzt auch noch auf die Liste aufgeschrieben. Es kommt dann auch nach Luigi's Mansion dran. Ist auch noch weitgehend blind, also ich habe es noch nie gespielt. Hab's nur eben kurz gesehen bei dem Let's Player. Aber ansonsten, noch relativ blind. Und da freue ich mich auch schon drauf. Ich denke mal, da gibt es auch wieder einen Multiplayer. Also weiß ich jetzt nicht, aber natürlich bei allen Spielen, die Multiplayer haben, die ich Let's Player, da wird allerhöchstwahrscheinlich auch Paul Meister mit dabei sein. Und das ein bisschen mitspielen. Ja, aber dazu sage ich dann entsprechend nochmal was, wenn das Let's Play dann jeweils losgeht. Auf jeden Fall, ich habe eine ganze Menge Spiele hinzugefügt jetzt noch zu der Liste. Die war eigentlich sowieso schon relativ lang. Ja, die Liste mit den Spielen, die ich noch Let's Playen möchte, aber jetzt ist sie noch länger geworden. Weil, ich weiß nicht, meine Spieleauswahl war so ein bisschen beschränkt irgendwie. Also ich weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber ich hatte so das Gefühl, dass ich nur so bestimmte Spiele mir rausgesucht habe, also nur so bestimmte Serien, ohne quasi so zu schauen, was es sonst noch so gibt eigentlich. Also bei den Spielen, bei den Genres natürlich, die mich interessieren. Deswegen habe ich da jetzt noch mal ein paar weitere hinzugefügt, damit es noch ein bisschen vielleicht ausgewogener ist.
und nicht nur so einseitig, also zum Beispiel nur Need for Speed oder nur gewisse Serien halt mit dabei. Ja, es ist jetzt dadurch natürlich noch ein bisschen mehr geworden, die insgesamt Spielanzahl, aber macht ja nichts. Ja, ich möchte natürlich meine Nintendo Wii so weit wie möglich ausreizen, also auch so viele Spiele wie möglich dafür haben, die mich interessieren. Deswegen. Und natürlich auch die anderen Konsolen, die ich so habe. Nintendo 3DS. Deswegen habe ich jetzt da jetzt nochmal deutlich mehr Spiele hinzugefügt zu der Liste, die ich mir dann noch alle kaufen werde. Und ja. Und wenn wir dann mit all denen durch sind, dann kommen natürlich auch die neueren Spiele. Für die Wii U habe ich übrigens nur noch 4 Spiele, die ich kaufen möchte und dann auch Let's Playen möchte. Also das sind deutlich wenige, sind glaube ich echt am wenigsten. Von allen anderen Konsolen, da gibt es noch mehr Spiele, die ich noch kaufen möchte, soweit ich jetzt weiß, oder die ich dann am Ende besitzen werde, zumindest wenn ich alle gekauft habe, die ich haben möchte. Bei der Wii U ist das wirklich am wenigsten, was aber auch daran liegt, dass ich jetzt, also dass er jetzt einige Spiele, also einige Wii U Spiele jetzt auch für die Switch, auf die Switch geportet wurden und ich im Zuge dessen dann diejenigen Spiele, ja, Vorsicht, diejenigen Spiele erstmal ja, relativ schnell verkauft habe, die Wii U Spiele, weil ich die dann natürlich für die Switch haben möchte und dann brauche ich die Wii U Spiele eigentlich nicht mehr und kann dann noch ein bisschen Geld einnehmen dadurch. Ich habe jetzt wirklich einige Spiele verkauft schon, die ja, für die ich einfach eine andere oder eine bessere Version habe, vor allem ein paar Need for Speed Spiele, die ich auch für die Wii hatte, habe ich verkauft, weil ich ja die PC Version habe. Habe ich jetzt echt schon eine Menge Geld eingenommen, dadurch ist wirklich recht rentabel und wir haben es geschafft, Leute. Wir sind dreimal Erste geworden in diesem Turnier, sehr schön. 9150 Punkte, insgesamt 502.325. Ganz genau, wir haben die Goldmedaille gewonnen, nochmal gespeichert und dann kehren wir wieder zurück. Okay, sehr schön. Genau, Endergebnisse, wir haben 3 Punkte mehr als der zweite Swerve. Finde ich sehr, sehr gut. Okay, dann geht es als nächstes weiter mit dem nächsten Event. Und zwar Runden-K.O.-Rennen Parklands. Hatten wir das nicht schon mal? Das kommt mir so bekannt vor, der Titel. Verfolgung Parklands, okay. Runden-K.O.-Rennen BMW, naja, fast. Runden-K.O.-Rennen Parklands folgt also als nächstes. Mal schauen. Bestreite das Runden-K.O.-Rennen Parklands auf der Strecke National Forest in einem der vielen verschiedenen Fahrzeuge. Werde niemals Letzter, denn sonst ist der Spaß für dich vorbei. Landest du unter den ersten 3, kannst du fortfahren. Ja, wir bekommen 15.000 Punkte, wenn wir Gold erreichen. Und wir dürfen wieder eine ganze Reihe an Fahrzeugen auswählen, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Aber wir wissen ja schon, dass manche von denen gar nicht mal so gut sind. Ja, BMW Z8 ist da glaube ich der Beste. Die anderen sind jetzt alle nicht so die allerbesten Wagen, oder? Nee. Okay, dann nehmen wir das. Wollen wir vielleicht eine andere Farbe wieder nehmen? Wieder rot. Weil die anderen Farben sind ein bisschen langweilig. Komm, nehmen wir rot. Und let's go. So, los geht es. Mit 3 Gegnern sind wir im Starterfeld. Der Andross hat den gleichen Wagen wie wir genommen. Ace hat den CL55 AMG und Stormy den TS50. Alles klar, dann fahren wir 3 Runden. In jeder Runde scheidet einer aus. Und wir hoffen natürlich, dass diese Person nicht meine Wenigkeit sein wird. Und jetzt ist es gespiegelt, oder? Ja, die Strecke ist gespiegelt. Ist ja interessant. Normalerweise, oder? Ja. Ist wirklich gespiegelt. Okay.
Ist interessant, dass das hier auch vorkommt in dem Spiel. Ich dachte, sowas gibt es nur bei Mario Kart. Wo die Strecken dann gespiegelt werden, aber nein, offenbar auch bei quasi realistischen Rennspielen. So, wir sind auf jeden Fall schon mal auf dem ersten Platz. Wir fahren mal hier geradeaus durch. Hier links haben wir die Forstwirtschaft. So. Ich sehe meine Gegner kaum noch. Ey, komm schon. Ja. Das läuft auch bis hierhin schon mal ganz gut. Weiß nicht, gibt es noch was, über was ich reden kann? Ja, ich weiß ja nicht, ob man es hört, aber ich bin wirklich ein bisschen verschnupft immer noch. Weiß nicht genau, wieso eigentlich. Aber, naja, kommt halt mal vor. Ich hoffe, dass es bald wieder weggeht. Ich nehme das hier heute übrigens gerade an dem Tag der Deutschen Einheit auf, wo ich natürlich frei habe und dementsprechend ein bisschen Zeit fürs Aufnehmen habe. Eigentlich hätte ich... So, kurz eine Unterbrechung, dann musste ich mal kurz mich wieder räuspern. Ja, eigentlich hätte ich letztes Wochenende bereits aufnehmen können, sollen, müssen, wie auch immer. Aber ich habe mich dann einfach mit was anderem beschäftigt und ja, das habe ich ja bereits erzählt mit dem Hinzufügen von einigen Spielen zu meiner Liste. Das hat wirklich, ich weiß gar nicht, warum das so lange gedauert hat. Naja, die halt alle rauszusuchen und zu gucken, was es da so gibt eben noch an den Spielen, die mich halt so interessieren. Auch für Nintendo DS halt vor allem. Ja, das hat, damit habe ich mich dann am Wochenende so hauptsächlich beschäftigt. Und auch mit dem Emulator, auf dem ich dann die Nintendo DS-Spiele spielen möchte. Ja, einfach aus dem Grund, dass da die bessere Bilddarstellung gewährleistet ist, wenn man auf einem Emulator spielt. Ja, allerdings ist der Emulator, den ich verwende, also das ist ja der Desmume, oder wie er heißt, oder wie man es ausspricht, weiß ich nicht genau. Der ist leider nicht ganz so gut optimiert, also wenn man in normaler Auflösung spielt, so wie auf dem Nintendo DS, dann läuft es alles wunderbar perfekt, so wie man es sich vorstellt. Aber wenn man die Auflösung ein bisschen hochschraubt, also jetzt wie in meinem Fall auf 4K zum Beispiel, dann sinkt die Framerate doch echt ziemlich stark in den Keller. Obwohl meine Grafikkarte überhaupt nicht ausgelastet ist, also der Emulator verwendet die Grafikkarte kaum und deswegen, ja, das zeugt halt davon, dass der Emulator nicht gerade so gut optimiert ist, aber ich werde das mal weiter beobachten. Eventuell gibt es dafür ja noch ein paar Verbesserungen später. Und ich werde es wahrscheinlich sowieso so machen, dass die beiden Bilder, also der obere und der untere Bildschirm, gleichzeitig nebeneinander dargestellt werden. Dann brauche ich ja nur jeweils die halbe Auflösung und nicht 4K, sondern nur Full HD ungefähr oder ein bisschen mehr. Jeweils für jeweils den oberen und unteren Bildschirm. Und das ist dann, läuft dann auch deutlich besser. Aber ja, das kommt dann erst später dran. Erstmal geht es natürlich mit den GameCube- und PC-Spielen weiter. Von damals. Ja, und wir sind in der letzten Runde. Nur noch eine Person außer uns ist mit dabei. Und ich glaube, ich werde nach der Folge jetzt auf jeden Fall mal eine Pause machen. Meine Stimme ist schon wieder, ja, nicht ganz so gut dabei.
ein bisschen unangenehm zu reden. Deswegen werde ich jetzt wohl mal dann eine Pause machen. So, dann sollte eigentlich bald schon das Ziel kommen. Eventuell. Ach, ich habe übrigens noch die Motorenlautstärke wieder ein bisschen lauter gemacht, weil es mir dann doch relativ leise vorkam. Sollte jetzt also auch nochmal etwas besser sein. In der Zwischenzeit. Wie der Letzte hat noch nicht mal eine Runde aufstellen können. Naja, wir auch. So, 16.750 Punkte. Wir haben jetzt 519.075. Exakt. Nochmal gespeichert und dann kehren wir wieder zurück. Okay, dann wird es in der nächsten Folge weitergehen mit der Herausforderung BMW M5. Mal schauen. Auf der Strecke Fall Winds musst du dich einem kompletten Feld von BMW M5s stellen. Versuche in diesem Rennen über drei Runden unter die ersten drei zu kommen, dann gibt es eine Medaille. Okay, dafür gibt es dann 20.000 Punkte. Werden wir Gold erreichen zumindest. Das werden wir in der nächsten Folge versuchen. Ich bedanke mich fürs Ansehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von Let's Play Need for Speed Hot Pursuit 2 und ciao. Check it.